ihr Lieben. Hallo. Also Coco und ich, wir haben uns beratschlagt. Und es war echt nicht einfach. Teilweise hattet ihr wirklich solche starken Konkurrentinnen und seid deswegen zu den Wacklern geworden. Und als wir jetzt alle noch mal durchgegangen sind, ist uns was aufgefallen. Und zwar konnten wir uns an zwei Walks nicht mehr so wirklich erinnern. Und das ist natürlich schwierig bei der heutigen Aufgabenstellung. Most of you were just up against people that just did more than you. It wasn't that it was wrong, it was just more. This was a challenge where you had the chance to explode. Absolutely go nuts in any category, in any direction. And if you think of it now, thinking back, was that the best energy, the most you possibly could give us? I bet you could have done more. As we see, you're here because someone else did do more than you. Also die zwei Walks, an die wir uns nicht mehr so wirklich erinnern können, waren leider deiner, Leona. Und der von Mirella. Was wiederum heißt, gute Nachrichten für die anderen vier. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Runde weiter. Danke. Ja, und Leona und Mirella, euch hätten wir jetzt gerne noch einmal im Duell. Und direkt danach entscheiden wir. Ja? Okay. Okay, bis gleich. Gut? Nee, mir geht's gar nicht gut. Scheiße. Ich bin gespannt, wie sie jetzt kämpfen werden. Also Leute, die anderen wissen noch mal, Duell macht Leona. Zeitverschwendung. Ja, ich bin noch gemischter Gefühle. Ich bin total erleichtert, dass ich noch ein bisschen kämpfen darf hier und noch ein bisschen doch zeigen kann, dass ich es besser kann. Und, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt am Zittern wegen den Mädels. Es tut mir so leid. Ich glaube, dass es mir heute einfach zum Verhängnis geworden ist, dass ich zu wenig loslassen kann und einfach frei heraus, ungefiltert irgendwie, ja, irgendwer sein kann, wo ich einfach nicht zu sehr darauf bedacht bin, in so eine Art Rolle zu schlüpfen. Einmal auf mein Bauchgefühl vertrauen. Ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, nicht zu heulen. Deswegen gehe ich jetzt in mich, überlege mir viele Sachen. Ich habe jetzt Ideen von den anderen, was gesagt wurde, was die Kritik war. Und genau das versuche ich jetzt einfach umzusetzen. Müssen wir einfach mal klatschen, oder? Das war aber auch ein Battle, hör mal. Pfoff. Das hat es aber in sich gehabt. Oh. Mm.
bin so froh, dass ich dich heute neben mir sitzen habe, dass ich das nicht alleine machen muss. Es ist so schwer. Man konnte wirklich sehen, wie ihr gekämpft habt, beide. Richtig, richtig stark. Also ich wünschte mir fast, so wäre die erste Runde für euch gelaufen, dann wärt ihr jetzt nicht in dieser Position gewesen. When you did that fall, we both went, we really thought you fell and smashed your head and we would all have to stop the cameras. I wish we had a little of that reaction the first time for sure. And you, it seemed like you were crawling for your place here. It looked like you were begging. Like, give me one more chance in being here. Like, you two were telling a story in that walk. It was like, give me this. That should have been the first walk, right? Don't hold back ever again. Whoever does go home, this should not be a feeling like failure. This should feel like, okay, I know I will never allow myself to hold back ever. Just go for it, because who is it gonna hurt? It's only gonna hurt ourselves. Yeah. Aber für einen müssen wir uns jetzt leider entscheiden. Do we decide? Liebe Leona, liebe Mirella, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Weiterhin die Chance auf den Titel hat Mirella. Herzlichen Glückwunsch. Es war haarscharf. Leona, es tut mir so leid. Du hast echt gekämpft bis zum bitteren Ende. Ich kann jetzt echt noch nicht gehen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich die Shootings kann. Schick mich in den Shootout, egal was, wirklich. Ich mache wirklich alles. Ich kann jetzt wirklich noch nicht gehen, bitte. Es tut mir leid, Leona. Es war ein Battle heute und die Entscheidung ist leider gefallen. Ich war wirklich so gut. Ich habe mich so angestrengt. Das weiß ich. Wirklich so sehr. Ich weiß, aber du das musst, kann. Aber du ich musst nicht traurig gehen. Sein. Ich kann wirklich nicht gehen. Heute hat es dich leider erwischt. Es tut mir leid. Okay. Okay? Du hast einen tollen Job gemacht. Du hast viele wunderschöne Shootings im Kasten. Deswegen, du musst dich nicht schämen. Du sollst stolz hier rauslaufen. Und nur weil es jetzt hier nicht funktioniert oder weil es diese Woche nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nicht weitergehen kann für dich als Model. Tut mir leid. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ich werde dich nicht enttäuschen. Thank you. You know what? It's also like a life lesson. Not that she thinks of this as negative, but all right. Never gonna hold back ever again. I'm just gonna go oder? For it. Weil vielleicht hat man manchmal nicht die zweite Chance auch. Ne? It's true.